Wir sind Miri und Micha und zusammen mit unserem Hund Frido reisen wir in unserem selbst ausgebauten Van durch Europa. Diese Woche haben wir einfach mal Urlaub im wunderschönen Dänemark gemacht, zusammen mit unseren Freunden. Und auch diese Woche war ein bisschen anders, als wir das erwartet haben, aber seht selbst. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, ma. So, wir sind jetzt angekommen am Campingplatz und das ist hier einfach sehr fortschrittlich mit Self-Check-In. Weil wir auch ein bisschen zu spät sind, das ist jetzt 0 Uhr irgendwas. Bitte? Guten Morgen. Wir haben es gestern gar nicht mehr geschafft, irgendwas zu filmen. Aber dieser Platz hier ist wirklich wunderschön. Und was machen wir heute eigentlich? Mal gucken, wie das Wetter wird. Es ist nämlich schlechter angesagt als gewollt. Ja, das Wetter ist hier echt total wild. Es ändert sich minütlich gefühlt. Und es ist leider nicht so schön, wie wir dachten. Wir schauen mal. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz. Wir hatten ja gestern Abend noch die Karte gezogen und der Self-Checkout und der Self-Check-In hat auch funktioniert, bis wir vor der Schranke standen und wir nicht mehr reingekommen sind. Also ist es wahrscheinlich so, dass man ab 22 Uhr nicht mehr auf den Platz kommt, aber wir haben halt vorher angerufen gehabt und gefragt, ob das möglich wäre und da hieß es ja. Naja, war es dann nicht. Haben dann auf dem Campingplatz, haben dann auf einem Parkplatz davor geschlafen. Alles gar nicht so wild gewesen. Und jetzt sind wir aber drauf. Wir verbringen nämlich jetzt hier in Dänemark eine Woche mit Freunden zusammen. Das ist uns immer wichtig, dass wir so mindestens eine Woche im Jahr durchgängig mit Freunden verbringen. Weil, ja, sonst hat man irgendwann das Problem, dass man den Freundeskreis eventuell mal verliert. Und das wollen wir nicht. Und mal schauen, was so geht. Wir werden vielleicht Wellenreiten gehen, wenn die Bedingungen stimmen. Gearbeitet und jetzt werden wir einmal ein bisschen durch die Dünen spazieren gehen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. So, ich nutze das mal, dass es ein bisschen windstiller ist. Wir sind jetzt hier in den Dünen von dem Feyerstrand. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Und sind auf der Seite, wo kein Militärgebiet ist, weil da finden gerade ja, Übungen statt, Schießübungen etc. Man hat vorhin also richtig, richtig laut immer knallen hören. Und Tessa wurde heute auch schon
beim Joggen quasi von so einer Dame in Camouflage abgefangen, dass sie da nicht weiter joggen darf. Aber das hat man vom Strand aus halt nicht gesehen. Deswegen, also da gehen wir jetzt nicht hin, aber es ist so super schön hier. Diese riesigen Dünenlandschaften, einfach richtig wild. So, wir haben den Campingplatz nochmal verlängert und mussten jetzt einmal umparken und wir nutzen jetzt die Gelegenheit und füllen mal Wasser auf. Das ist nämlich hier direkt am Platz. So, ich habe mir gedacht, weil der Campingplatz so cool ist und wir eigentlich gar keine Campingplatz-Fans sind, dass ich euch den auf jeden Fall mal zeige, weil meiner Meinung nach ist es eine absolute Empfehlung. Und man darf den Standard nicht mit Deutschland vergleichen. Der Campingplatz erstreckt sich über so eine große Fläche, es ist halt einfach wahnsinnig. Es gibt mehrere Sanitärgebäude. Und mehrere Gebäude, wo sich auch Küchen befinden, die mit in dem Preis inklusive sind. Das ist halt so cool, dass man einfach Backöfen nutzen kann, den Herd nutzen kann und muss nicht überall immer wieder Geld reinstecken, damit das funktioniert. Und die Familienbäder, das, was ich gerade gezeigt habe, das ist halt auch mit alles inklusive. Man kann warm Wasser nutzen, wie man möchte, etc. Das heißt, der Standard ist hier extrem krass für das, was man bezahlt. Ist kein Vergleich zu dem, was ich kenne aus Deutschland, weil da musste man immer noch eine extra Sanitärkarte haben, Kaution da hinterlegen, dort was aufladen, für den Toilettenbesuch 10 Cent abgezogen etc. Und hier ist halt alles mit dabei. Und jetzt könnte man denken, es ist extrem teuer, aber ist es nicht. Wir haben ungefähr knapp 16 Euro pro Person bezahlt. Und in den 16 Euro sind halt Strom mit dabei und alles andere. Und das ist halt schon cool. Also es ist schon ein sehr, sehr, sehr fairer Preis für das, was man hat. Gerade hier so, dass es so cool in den Dünen gelegen ist. Ich meine, dort ist das Meer, man hat hier die Dünenlandschaft, dort ist der Campingplatz und man hat auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also es ist nicht so strikt parzelliert, sondern einfach so Naturcamping-mäßig. Und es gibt auch Plätze, die nur für 4x4s vorgesehen sind. Also hat das alles so einen individuellen Touch hier. Also ein super schöner Campingplatz, absolute Empfehlung. Ja, und was ich einfach noch so gut und wichtig finde, dass das alles digital und relativ autark funktioniert. Self-Check-In, Self-Check-Out, ich kann alles mit Karte zahlen. Gerade in einem Land, wo man wechseln müsste, ist das super gut. Ja, also ich finde das einfach sehr fortschrittlich. Der Campingplatz ist einfach wirklich, ja, so sollte ein Campingplatz sein. Und da würden wir auch öfter auf Campingplätzen sein wahrscheinlich, weil der Platz hat uns schon wieder gezeigt, dass wir vielleicht doch in dem einen oder anderen Land öfter mal auf Campingplätze gehen sollten, weil man das nicht so vergleichen kann. Jetzt mal eine kurze Frage an euch. Wir sind ja ziemlich begeistert von dem Campingplatz. Und jetzt mal die Frage, auf welchen Campingplatz wart ihr, den ihr so richtig, richtig toll fandet, der euch so krass überrascht hat
und den ihr mit keinem anderen vergleichen könnt, würde uns total interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. So, ich setze mich jetzt gerade mal wieder an Videoschnitt, weil das ist gerade dringend notwendig, aber das geht natürlich nicht mit den Störgeräuschen drumherum. Und aus diesem Grund stelle ich euch heute mal Soundcore bei Anchor vor. Für Videoschnitt nutze ich die Noise-Canceling-Kopfhörer Spaceco 45, denn mit dem hochauflösenden Hi-Res-Klangprofil durch die doppelschichtige Membran ermöglicht es mir, endlich mehr Wert auf Sounddesign zu legen. Und mit einer Playtime von 50 Stunden kann ich mich während des Schnitts einfach auf das konzentrieren, was mir wichtig ist und was Spaß macht, ohne irgendwelche Störungen, nämlich auf Videoschnitt. Und wenn du dich jetzt selbst einmal von Soundcore bei Anchor überzeugen möchtest, dann findest du in der Videobeschreibung einen Link dazu und einen 20%igen Rabattgutschein, womit du 20% auf die Spaceco 45 bekommst. Also schau unten einmal vorbei. Wir machen heute mal einen kleinen Tagesausflug nach Wiedesande. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Schauen wir mal. Hannes will vielleicht kiten gehen. Wir wollen vielleicht noch Wellenreiten gehen. Mal schauen, wie da so die Bedingungen sind. Und es ist halt einfach richtig schön. Die Fahrt dahin ist allein schon richtig, richtig schön. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die Anfahrt nach Wiedesande richtig, richtig spannend ist. Einerseits fährt man halt durch die Heidelandschaft, Dünenlandschaft durch und das ist großteilig dann auch immer noch so eine Kombination aus Militärgebiet und Naturgebiet, weil hier gibt es bestimmte Zeiten, das kann man sich auch im Internet herunterladen, wann die Gebiete gesperrt sind, um durchzuwandern, weil hier Militärübungen stattfinden. Da gibt es meistens jeden Tag ein paar Slots, wo man da nicht rein darf. Und am Wochenende ist es aber eigentlich komplett offen. Aber schaut da wie gesagt nochmal im Internet nach. Wir fanden es auf jeden Fall richtig interessant. Man sieht überall auch Panzerspuren und aber auch die richtig, richtig schöne Heidelandschaft. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, nach Wiedesande zu fahren, denn wir waren gerade surfen. Ich muss aber sagen, dass ich echt nicht so ganz in meiner besten körperlichen Verfassung bin. Ich bin sowas von K.O. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Kaffee da an der Bar. Ja, wir haben auch leider gar nichts gefilmt, weil wir alle im Wasser waren und uns einfach gefreut haben. Ja, ist ja auch okay. Vielleicht können wir ja Tessa gleich nochmal filmen. Das Verrückte an dem Campingplatz, das haben wir ja gestern schon mal gesagt, dass hier halt direkt ein Militärgebiet drumherum oder an der Seite angrenzend ist und da sind halt täglich Übungen. Und das ist so ein verrücktes Gefühl, weil man hat die ganze Zeit die Einschläge und die Schüsse gehört, weil jetzt gerade Helikopter fliegen und jetzt solche Manöver hier geflogen werden und man das einfach von den Dünen aus beobachten kann. Und das ist aber so ein komisches und mulmiges Gefühl. Und auch einfach dieses Privileg. Ich meine, ich sitze hier gerade auf einem Campingplatz,
höre die Schüsse, weiß, dass ich zu 100% sicher bin, bei dem, was ich mache, während dem andere auf der Welt, wenn sie solche Sachen hören, wissen, sie müssen halt jetzt um ihr Leben rennen. Da merkt man einfach mal wieder, was man für ein Glück hatte, in ja, Mitteleuropa, in Deutschland geboren zu sein. Heute ist schon der letzte Abend, den wir zusammen verbringen werden. Deswegen wird heute nochmal richtig fancy gekocht. Wir machen Wraps. Und ich hoffe, dass wir zum Sonnenuntergang dann nochmal ans Meer können. Sofern es den Sonnenuntergang gibt, weil ich würde echt zum Abschied auch gerne nochmal ins Meer springen. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir vielleicht nochmal zum Sonnenuntergang an den Strand gehen, wenn es klappt. Und es sieht richtig gut aus. Ich glaube, es wird ein Premium-Sonnenuntergang zum Abschied. Schön gerade, auch ein bisschen kälter als gedacht, aber schön. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dem Video für diese Woche. Es war einfach unheimlich schön, einfach mal mit Freunden wieder Zeit zu verbringen, ohne ständig zu arbeiten. Also ich meine, klar, wir haben das eine oder andere Mal dennoch vorm Laptop gesessen und organisatorische Dinge gemacht etc. Aber ja, es tut einfach so gut und das sollte man auch bei den ganzen Reisen nicht vergessen, dass es wichtig ist, seinen Freundeskreis beizubehalten und immer wieder Zeit miteinander zu verbringen, weil sonst passiert es ziemlich mal schnell, dass das auseinandergeht und das wollen wir auf keinen Fall. Deswegen, wir hoffen, euch hat die Woche genauso gefallen, wie sie uns gefallen hat. Lasst doch gerne mal einen Daumen oben da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!